Die größte Freiheit, wenn der Körper quasi dein bester Freund wird und sagt, ich war schon immer, ich war schon immer, ich höre einfach, was du befiehlst. Und der Körper, was befiehlt denn der Körper? Also der Körper sagt, ich höre auf deinen Befehl, der hört auf meinen Geist. Der hört auf deinen Geist. Der Körper hat gar keinen Geist. Ja. Der hat keinen eigenen Geist. Der Körper ist eine Manifestation deines Geistes. Und die ursprüngliche Manifestation, die für deinen Körper vorgesehen war, war und ist nach wie vor Perfektion. Perfekte Gesundheit, perfekte Vitalität, perfektes Wohlfühlen. Das ist die ursprüngliche Idee, die du jederzeit wiederherstellen kannst für deinen Ja. Körper, wenn du sie kennst. Wenn du glaubst, die ursprüngliche Idee war deine Ahnenlinie und irgendwelche chronischen Krankheiten in deiner Familienhistorie, wenn du das glaubst, dann wirst du das halt immer wieder herstellen. Ja. Musst du aber nicht. Und das Wichtigste finde ich jetzt auch noch hier in deinem Zusammenhang zu erkennen, was diese ganzen Einstufungen, Kategorisierungen, Labels eigentlich bedeuten und mit einem machen und dass wir sie überhaupt nicht brauchen. Nee, das sind einfach Bedingungen, die man sich selber auferlegt und dadurch einfach so ein Mechanismus entsteht von alten Lügen. Dann denkt man noch mehr dran und dann werden diese Lügen zu einer Überzeugung, die ich dann habe. Und aus einer Überzeugung heraus entstehen halt so netzwerkartig andere Lügen und alle anderen Überzeugungen. Und das ist einfach für mich zurückzugehen auf diese Urüberzeugung, so ich bin perfekt. Ja, und das wird dir halt in der Gesellschaft, wenn du es im Außen suchst, bevor du es im Innen gefunden hast, wird es dir im Außen halt nicht wieder gespiegelt. Es wird dir wieder gespiegelt, dass es Unterschiede gibt. Aber jeglicher Unterschied liegt immer im Denken. Ja. Es liegt nur in der Ansicht. Und Leute versuchen, verschiedene Ansichten zu kategorisieren, zu labelisieren und zu schubladisieren und dann ihre Vor- und Nachteile zu eruieren. Kann man machen. Aber warum? Ja, Warum? das sind unnötige Erklärungsmodelle, um sich halt diese Gefühle, die wir alle wollen, wie Liebe, Sicherheit, Freude erschaffen zu können. Aber das Problem ist einfach, dass sie keine langfristige Wirkung haben, sondern das sind diese kurzen Modelle sind, die dann wiederum, Das ja, gleiche noch, reproduzieren, das gleiche reproduzieren. genau, noch mehr Keine Bullshit zu Veränderung produzieren. zulassen. Ja, du wirst wieder kategorisiert und du wirst mit jeder Erklärung und wirst du noch mehr in eine Schublade rein kategorisiert, aus der du nachher super schwer wieder rauskommst. Ja. Und da können wir auch ganz klar sagen, dass eben diese klassischen Therapien genau das bewirken, dass du in deinen Zustand rein erklärt und gerechtfertigt wirst. Na? Und wenn das Und diesen Ansatz hat, dass du auch rauskommen sollst, dann hat es aber nicht aus dem Punkt heraus, dass du das alles kreierst, dass du der Schöpfer von deinem ganzen System bist, sondern du passt dich an, das ist halt der Ansatz. Oder wenn du dich veränderst, dann ändert sich was im Außen in dem Sinne, dass du eine Bedingung eingehen musst, damit eine Veränderung stattfindet. Aber du musst keine Bedingung in dir eingehen, sondern du bist schon immer perfekt. Wenn jetzt das jemand hört, der 100.000 Therapien versucht hat, der ist vielleicht auch genau jetzt hier an dem richtigen Ort zu erkennen, wo der wahre Weg hier rausführt. Und wir haben auch ganz viele Teilnehmerinnen gehabt, die in Therapien waren. Jahrelang, jahrzehntelang habe ich sogar im Coaching gehabt, die nicht die Heilung erfahren haben durch die Therapie, die sie sich erhofft haben, sondern ein Switch. Also ich habe zum Beispiel auch eine Klientin gehabt, die hat sich das eine
war sie geheilt und hat sich das nächste kreiert, ja. Es war alles von der gleichen Sorte, weil es eben alles vor dem gleichen Denkkonstrukt, vor dem gleichen Überzeugungskonstrukt entstanden ist. Und ob das jetzt eine Food Allergy ist, also eine Allergie gegen irgendwelche Essensgeschichten oder eine andere Krankheit, letztendlich, ja, komme ich wieder vom Hundertsten ins Tausendste, aber das kann man auch noch ansprechen, Rima. Ich habe das ja auch gemacht, ja. Warum habe ich diese Krankheit? Da gibt es ja tausend Bücher von Rüdiger Dahlke und so weiter und so fort, die erzählen, was für Ursachen, das kennst du sicher auch, Ja. hinter speziellen Krankheiten steht, ja. Was für eine Störung du hast, dass du zum Beispiel, keine Ahnung, eine Allergie hast Ja. oder was Magen-Darm-Beschwerden, eure Hauterkrankungen. sind die Ursachen von Krebs? Ja, da gibt es ja ganz, ganz viele Bücher, die dir nachher sagen, was falsch an dir Ja. ist. Weil du Krebs hast, ist das und das falsch an dir, weil du allergisch bist, ist das und das falsch an dir. Und dann weißt du die Ursache deiner Krankheit. Und Die dann angebliche Ursache. die angebliche Ursache, ganz wichtig. Weißt du die angebliche Ursache deiner Krankheit? Und Ja. jetzt musst du die angebliche Ursache deiner Krankheit heilen, damit deine Krankheit weggeht. Ja? Und wo führt das hin? Ich war da schon, du warst da wahrscheinlich auch schon. Ja, die Ursache konnte ich klären, aber die Lösung war trotzdem da. Also der Eindauerungsgang war immer noch der gleiche, weil das Mindset hat sich nicht geändert. Ich bin nur im Außen gewesen und habe eine Bedingung geändert, die mir suggeriert wurde, dann erhältst du diese Lösung. Aber es ist nicht passiert. Das ist eben auch zum Beispiel Jojo-Effekt, oder? Wenn einer seine Ernährung umstellt und dann irgendwann mal meint, er könnte aufhören, diese Ernährung umzustellen. Und nachher ist es halt eine gewisse Abhängigkeit eben auch wieder an dieses Außen. Ja. Ja? Und dann kommt eine riesengroße Panik, dass du in kein Restaurant mehr gehen kannst, weil du auf gar keinen Fall diese Art und Weise der Ernährung unterbrechen kannst, weil ja dann was ganz, ganz Schlimmes passiert, wenn du das tätest. Ja. Und so kommt man halt in diese verdammten Teufelskreise, die einfach nur eine Lösung nach der anderen produzieren, aber nie wirklich dir sagen, wie perfekt und großartig du bist, wie gesund und unfehlbar und vor allem versorgt finanziell und gesundheitlich. Ja, und das ist halt das Schöne, dass jeder sich jetzt einfach das auch rausnehmen kann, um für sich zu prüfen, so hey, ich Prüfen. für sich zu prüfen, genauso, Richtig. was ist denn meine Überzeugung und nicht jetzt, ah, ich prüfe und dann tadle ich mich erstmal wochenlang und dann wage ich mich ran. Das System kenne ich ja auch von mir, so warum hast du das denn mit dir gemacht? Nein. Ich habe es gemacht, ist nichts Schlimmes passiert. Mein Fokus jetzt drauf, was möchte ich? Und da ist es einfach super, jemanden dabei zu haben, wenn man einfach in so alte Muster rutscht, wenn man so alte Muster hat, wenn man diese erkennen möchte. Aber diese ganz kurze sehen, okay, Switch, was will ich? Switch, was will ich? Und da sind wir Mentoren einfach am Start, euch zu unterstützen. Mit einmal 60 Minuten für 200 Euro oder 240 Minuten, also 4 Stunden ganz, die wir uns halt, wie wir möchten, aufteilen können für 750 Euro. Und dann kannst du immer noch entscheiden, ob du, wenn du eine Frau bist, ob du ins Mastermind kommst, die Frau, die alles hat, weil du dann halt tatsächlich auch in dem Mastermind alles hast. Du hast Ja. 1:1-Betreuung und du hast Gruppendynamik, du hast Übungen, du bist einfach dabei. Ja. Und ich glaube, jetzt haben wir ganz schön viele Perspektiven auch angesprochen, wo Leute einfach irgendwann mal in der Sackgasse ändern, ja. Und ich sehe es ja auch immer wieder, wenn ich da über Postings stolpere oder so, hat jemand ein Buch über gerade Ursachen von Krankheiten. Und ich kann das schon glauben,
dass meine Ursache daran liegt, dass ich viel Groll und Wut in mir trage und viel Verzweiflung. Und okay, also muss ich jetzt Groll, Wut und Verzweiflung loslassen. Mhm. Also mach das mal, Rima. Lass mal Groll, Wut und Verzweiflung los. Du musst ja, nicht Groll, du brauchst keine Wut, du brauchst keine Verzweiflung. Und dann sagt dir dein Verstand, doch, weil, da. Und das kriegst du oft alleine nicht gebacken, weil dann heißt es ja, lass mal Groll, Wut und Verzweiflung los, dann wirst du gesund. Und dann willst du Groll, Wut und Verzweiflung loslassen, weil du gesund wirst. Aber du weißt nicht mal, woher das überhaupt kommt. Du weißt es nicht zu handeln und du denkst dann noch jemand, ja, ich bin schlecht, weil ich Groll, Wut und Verzweiflung fühle. Alles verlogene Scheiße. Ja. Das machen wir alle in unseren Köpfen, weil wir so erzogen worden sind. Und jetzt ist es halt unsere eigene Aufgabe, diese ganzen Sachen nach ihrer Wahrheit zu überprüfen. Ja. Und das Allerwenigste ist wahr. Ja, weil es nicht dem dient, wofür ich hier bin. Und das ist einfach, ein geiles Leben zu haben, geil zu sein und Geiles zu erschaffen. Ganz genau. Also, ich rate euch wirklich, nehmt so zumindest so einen einstündigen Call. Ich habe damals, glaube ich, mit der Rima eine halbe Stunde gesprochen und da hat sich so viel verändert. Ja. Eine halbe Stunde habe ich mit ihr gesprochen und sie wurde innerhalb von einer Stunde von der Frau, die niemals ihre Abschlussprüfung schafft, zu der Frau, die auf jeden Fall die Abschlussprüfung schafft und wo das Leben jetzt anfängt, wo es jetzt erst losgeht, ohne dass sie irgendetwas noch machen muss. Ja. Und es war eine halbe Stunde und du kriegst da eine Stunde für 200 Euro. Wie cool ist das denn? Ja. So schön. Also ich glaube, wir haben jetzt hier ganz viele Sachen angesprochen. Ja. Und wir freuen uns auf jeden, der sich meldet, auch wenn es nur mal mit einer Frage ist. Und also mein Vater hat immer gesagt, und er hat nicht so viel Recht gehabt mit seinen komischen Sprüchen, aber er hat mit einem hat er Recht gehabt, du kannst keinen Hund zum Jagen tragen. Mhm. du kannst dem Hund nur beibringen, dass es Jagd gibt und wir bringen euch bei, dass alles möglich ist, dass du alles haben kannst, dass du hier bist vor allem, um ein grenzgeniales Leben zu führen, in Gesundheit, in Reichtum, in Glück, in Partnerschaft, in Liebe, dass das die Wahrheit ist. Aber du musst kommen. Die Türen sind offen. Ja, und es gibt so viele Möglichkeiten. Allein unsere Facebook-Gruppe, da einfach reinzuschnuppern, dann uns zu buchen, dann dieses ganz große Package einfach auch mitzunehmen. Also, wie gesagt, ich bin ja nicht hier, weil ich das nicht vertreten kann. Ich stehe voll und ganz dahinter, weil ich das selber gemacht habe. Und ich bin heute die Frau, die ich bin, weil ich das gemacht habe. Und deswegen ist jeder Mentor, der ist so authentisch, weil er genau deswegen da ist. Also es ist nicht irgendwas, was wir euch erzählen oder sonst, sondern wir haben das alles erlebt und können das weitergeben. Und zwar schnell. Genau. Schnell ist das Zauberwort. So, dann machen wir jetzt mal hier Schluss. Und wenn dir mein Video gefallen hat, hinterlasse bitte einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal, falls du das noch nicht getan hast. Wenn du das Glockensymbol aktivierst, wirst du jedes Mal über ein neues Video von mir benachrichtigt.